Wir gehen rein in ein Video und zwar haben Leute mir gesagt, ich soll bei Tom Sperm reinschauen. Tom Sperm hat ein, hat auch das Box-Event-Video gemacht. Let's go. Wie Monte sich freuen, Alter, als Lesk Knockout geht. Junge, Junge, Junge. Willst du sie heiraten? Ja. Wer ist das hier? Den habe ich jetzt schon ein paar Mal in verschiedenen Clips gesehen. Macht der so Musik? Ist das ein Rapper? Ich kenne mich leider in der Deutsch-Rap-Szene in letzter Zeit so wenig aus. T-Lo. Hm. Ihr kämpft Klitschko oder so. Ich glaube, das ist deine Freundin mal im Küssen. Wie wir denn? Yo, was geht ab, Leute, und herzlich willkommen heute an deinem Video, Freunde. Ich nehme den ganzen Ring auseinander, Freunde. Ich sag euch heute, wir sind wieder beim Boxkampf, Freunde. Wir machen ein bisschen Faxen. Ich sag euch ehrlich, ich weiß nicht, wann es am Start ist. Reh, wie sieht man hier? Weiß ich nicht. Deswegen würde ich sagen, wir starten direkt rein in kleine Interviews. Wir machen ein bisschen Faxen, Freunde. Ich bin heute am Start, deswegen würde ich sagen, let's go. Bruder, zeig mal ein paar Skills. Komm mit. Ja. Digga, mach mal doppelten Around the World. Nee, ich mein den da. Bam, bam. Ja, okay. Pass auf. Not bad. Hast du auch den, Digga? Bruder, den habe ich früher mal trainiert, nie gespielt. Ah, gefällt. Was ist denn jetzt, Digga? Wir können auch den Kabus machen. Was sagst du? Ja, Bruder, das ist egal. Was macht der kleine Mann? Ey, wenn ich rausfliege wegen euch, ne? Auf der Bühne, Digga. Auf die Bühne. Am Ende, das, was auf dem Display steht, zusammenhalten und die höhere Punktzahl gewinnt. Oh, da braucht aber jemand ganz dringend Aufmerksamkeit. Der Michael Jackson mit euch. Was in deinem Körper steckt, Reisig, bist du Gänsehaut? Yay! Yay! Bruder, ich hab das Gefühl, der Pinke wird Knockout gehen, Digga. Ja, hoffentlich, Digga. Vielleicht. Vor allem, er sagt auch noch, ich hab das Gefühl, der Pinke wird Knockout gehen. Er ist ja einfach ein Hellseher. Fährt er sich dabei die Haare anders? Ja, Digga! Er ist einfach Hellseher. Ich hab's doch gesagt, Digga. Let's go! Du moderierst gleich, kann es sein? Ja, genau. Ja? Ich will mal deine Notizen sehen, Digga. Guckt euch das mal an, Digga. Komm. Romato Veslesk, Boxkampf. Die Schrift kann ich nicht lesen. Er hätte mal besser Arzt werden sollen, anstatt Uhrenverkäufer, weil er schreibt genau wie ein Arzt. Chefstrophe, was ist Hanky, Tonic vs. Mickey. Als ob er sich das notieren muss. Als ob er sich das hier notieren musste. Mark. Dass die beiden Vorkämpfer notiert werden, okay. Du bist auf dem Boxkampf-Event. Fight Night. Mickey vs. Trimax. Und dass du das hier notieren musst. Ich weiß ja nicht, ob das dir nicht einfach auch eingefallen wäre, wer am Ende gegeneinander kämpft. Aber okay. Komplett unprofessionell. Digga, was steht überhaupt drauf? Nur wer kämpft heute. Mehr brauche ich nicht, ne? Interessant. Prognose? Ich bin neutral. Regi, wie geht's dir? Nee, was geht mir sehr, sehr gut, was geht? Oh. Ja! 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 Ich denke mal, da wird schnell vor, wenn ich die Bündnis trotzdem noch rein. Dani! Ey, geil, wie da rein zu sein. Ich freue mich so, bei dir dabei zu sein. Digga, ich sag dir ehrlich, bewerte mal die ersten zwei. Ey, krass, krass, Romatra ist einfach Maschine. Bro, ich werde träumen von ihm heute Nacht. Gut, vor, ich hab gesagt, der gibt jetzt den Knockout, Digga, und dann ist er eingefallen. Ja, wirklich? Du bist Vox-Experte jetzt. Digga, wie sieht's bei dir aus, Digga? Nächster Kampf? Ich will gegen Romatra, Hanky und Trimax, Mickey alle auf einmal. Auf WWE angelehnt. Aber so richtig, so wirklich, also real WWE dann? Prognose, Trimax, Mickey. Ja, ich habe ja 5.000 Euro auf Mickey gesetzt. Du hast auch. Genau, ich habe auf Mickey 5.000 gesetzt hier mit den Kollegen hier. Ich glaube, das ist Amir. Amir. Das waren
5000 Euro weg. Mickey wird mit Punkten das Land ganz entscheiden. Trimax wird gut Bomben verteilen, aber wird nicht reichen fürs Knockout. Sie sind doch hinten die Maske, oder? Na, fast nicht daneben, nicht daneben. Wer sind Sie? Schulz. Schulz? Mit Bier, Schulz. Haben Sie schon mal einen richtigen Knockout gegeben? Hat ja mal geklappt früher, ja. Wo würden Sie hinziehen? Wo ich hinziehen würde, immer von außen schlagen. Ja, auf immer vom Kinn am Außen, ja. Haben Sie schon mal einen Knockout bekommen? Nein, nicht nur ihn. Ist da ein bisschen was kaputt gegangen? Natürlich. Oder? Im Kopf, auch im Kopf. Sind Sie Henry Maske? Ist aber auch so ein geiler Spruch, Alter. Ist da was kaputt gegangen im Kopf? Deswegen nicht mehr ganz so fett. Was, 9x11? Kalk vergessen. Freunde, die allerechte Legende. Ich muss euch eine Sache sagen. Wir waren gestern in der Shisha-Bar und Carsten, du hast zu mir gesagt, du feierst meine Videos. Ja, Digga, da ist mein Herz komplett aufgeblüht. Und ich bin für Daily Uploads bei dir. Wär's bei dir auch, Digga, aber irgendwie... Daily Uploads, da muss ich dezent los. Bieten in der Lombarden, ey! Was geht, mein Bruder? Wie geht's dir? Wie geht dein neuestes Lied nochmal? Ich lass dich nicht los. Oh, Digga, finde ich ganz toll. Dankeschön. Aber meine Freundin nicht so. Egal, ich scheiß auf deine Freundin. Oh. Ich auch auf deine. Digga, ich sag euch eine Story. Gestern Shisha war. Geht niemals mit dem in die Shisha war, Digga. Ich blend euch ein paar Dinge ein. Es hat komplett alles zerfetzt. Oh, Digga! Ja! Mal hier normale Hand. Guck dir mal diese Hand, Bruder, was? Und dann habe ich nochmal eine süße Instagram-DM bekommen von ihm, wo er sich Kopf hoch, Bruder, hast du geschrieben. Ja, bisschen ich hab mich, ja, weil er ist auch jünger als ich, deswegen muss man als Opa auch mal Entschuldigung sagen. Für wen bist du, Digga? Ich kenne persönlich nur Trimax. Der Bessere soll gewinnen. Ganz interessant. Ich glaube, ihr fragt euch alle, seid ihr wirklich zusammen? Ja. Ja. Also ich habe sehr, sehr viele Fragen. Hast du davor schon mal Videos von ihr gesehen? Mhm, ja. Hat dir das imponiert? Ja. War das eine tatkräftige Entscheidung, dass du quasi die Beziehung eingehst? Das, was du gesehen hast? Nein. Liebst du sie? Ja. Willst du sie heiraten? Ja. Und wie sieht es bei dir aus? Ja. Du willst ihn auch heiraten? Ja, absolut. Für mich wäre es eine sehr schwierige Situation. Ja, muss damit umgehen können. Ne? Da sind ja schon auch öfters mal mehrere Männer im Geschehnis gewesen. Bei dir waren noch nicht mehrere Frauen im Geschehen ist, oder? Nee, ich hatte nur bis jetzt 3 Frauen in meinem Leben. Du hast ja gar keinen Plan, wie viel ich mit wem was mache. Und das eine ist auch Job und das andere, zum Beispiel, wenn ich mit Marco das rumgemacht habe, ist ja einfach Entertainment. Also ich habe nur ein paar Videos gesehen, wo schon... Wir brechen das Ganze mal ab. Ich glaube, es wird ein bisschen... Ich finde es gut. Also ich muss sagen, Kevin und Shaden haben gute professionelle Antworten gegeben und haben sich auch nicht verunsichern lassen. Finde ich gut, haben die gut gemacht. Ja, natürlich ist es immer eine Sache, wenn du eine Pornodarstellerin oder so als Freund hast, ist immer die Frage, oder ein Pornodarsteller als Freund, wie ist das mit der Eifersucht, ne? Kannst du damit klarkommen, dass dann eine andere Frau oder ein anderer Mann Action macht? Das muss man halt, das weiß man ja vorher, ne? Meistens. Manche Leute können das nicht, manche Leute können das, und ich denke, jeder Mensch ist anders und das sollte man auch respektieren. Moin, moin, moin. Wer bist du? Was? Wer du bist? T-Lo. Der ein oder andere wird kennen. Der ein oder andere wird kennen, wenn er die deutschen Charts verfolgt. Bin ich jetzt seit 3 Wochen auf der 1. Welche Needs? Komm mal raus. Sehnsucht. Du sagst, es geht schon. Aber Baby, tut mir leid, wollt ihr nicht wehtun. Kennt ihr doch, ihr kleinen Bösewichte. Aber so hast du in die Charts geschafft. Ich bring in YouTube Deutschland Codeine in die Hallen rein, okay? Das macht dir sonst keiner hier. Hat Moneyboy schon vor 10 Jahren gemacht, aber okay. Also sagst du auch, dass Drogen so eine kleine Rolle in deinem Leben spielen? Eine ganz kleine, ja. Ich möchte mal ein A Cappella nochmal vom anderen Lied hören. Es tut mir doch so leid, Girl, ich würde alles tun. So erobert man die Charts heutzutage. Mit dem künstlerischen Talent. Ach so, ja. Abonniert meinen Kollegen hier, ja? Einfach mal einen Sub da lassen. Schreibt doch mal Kommentare. Bisschen Algorithmus reinbringen, Leute. Das soll doch in die Trends gehen, das Ding hier. Sehr schön. Vielen Dank, dass du heute auf meinem Kanal bist. Die erste Frage, wie viel ist dein Outfit wert? Du machst deinen Namen alle Ehre. Ich wollte gerade mit seiner Freundin mal ein bisschen drehen, ein bisschen romantisch, ein bisschen paar, nee, ein bisschen intime Fragen stellen, Digga. Ist nicht drin, warum? Weil der Boxkampf heute hier ist und nicht hier. Das war Spaß. Nein, ich habe am Boxautomat nur 700 irgendwas gemacht, lass dich dumm reden. Und ich habe Vollgas gegeben und es war der beste Schlag meines Lebens. Boxkampf? Das Einzige, was ich schlage, ist mein Schreibtisch, wenn ich mal nicht getroffen habe in so einem Computerspiel. Ich habe eine Instagram-Story gesehen, deine Hand war gebrochen oder dein Mittelfinger bei Rohat. Guck mal, wie dick die sind. Was, aber von welchem Spiel kommt das? Warum zittert er so? Was ist los?
Was ist los? Digga, man nimmt so Karten, der die geringste zieht, der hat verloren, dann nimmt die Karten und hauen dir auf die Dings. Acht Leute, dreimal, so fest man kann. Ich muss an der Stelle sagen, ey, Pietro Lombardi macht Musik für wirklich für eine junge Generation, aber bei der älteren Generation lässt er mal dann richtig seinen ganzen Brust raus. Finde ich krass. Ein bisschen gut Zeit haben. Das ist ein Leberfleck, aber jeder denkt, dass es Herpes. Stört es deine Freundin beim Küssen? Wie bitte? Ich merke schon, du hast dich noch nie in deinem Leben geküsst, aber du kommst auch noch dahin. Das sieht man natürlich auf den ersten Blick, das ist ein Leberfleck und so und dann deswegen, das geht. Ich mag das, wenn auf Augenhöhe so ein bisschen dies okay. Und das necken, das feiere ich einfach. Augenhöhe ist relativ, weil du bist 1,60, ich bin 1,87, aber aufstehen, aufstehen, aufstehen. Kontrahenten, kennst du dich auch? Ah, du hast schon beide, einfach. Ein bisschen Teil meiner Kindheit, der gute Mann. Teil deiner Kindheit? Ich bin jung. Wie alt bist du? 33. Tut mir leid, Digga. Wie kommt man da rein in dieses Business? Casting-Coach. Hochschlafen. Was ist denn? Was macht der denn? Was macht der denn? Ach, GZSZ oder? Nee, Köln 50. Ach so, okay, so eine Fernsehsendung. Deswegen, okay. Ich kenne niemanden aus dem Fernsehen. Ich kenne keine Musiker. Ich kenne keine Fernsehstars. Ich kenne nur die Streamer und YouTuber. Und hier und da noch vielleicht einen TikToker, aber das war's dann auch. Ich bin nämlich Rentner. Und als Rentner heutzutage kennt man nur noch die YouTuber und die Streamer. Die jungen Leute, die kennen die Leute aus dem Fernsehen. Das hat sich wieder geändert, weißt du? Also. Geht es denn? Jetzt muss ich mal schauen, wie ich hier durch. Gerade so. Wenn man eine Sexszene hat, ist es dann wirklich das Sieht, weil ihr euch. Nein, natürlich nicht. Aber wir küssen uns richtig. Das ist manchmal ganz schön. Da braucht man so eine Unterhose, die so riecht. Die so riecht? Nee, die so riesig ist. Für mich, ja. Ich mach nur Spaß, Digga. Alles korrekt. Ich liebe ihn. Digga, meine Freundin und ich, wir gucken manchmal deine Videos von täglich röstet, ne? Deine Freundin auch? Ja, meine Freundin schiebt den Lachflash der Vergeltung, als du eine Jungfrau warst. Hier, mehr Jungfrau. Na, Ariel, die echte. Zeig nochmal einen Clip, hier. Dieser Mann, Digga, der da dabei war. Er war so ein Ehrenmann. Markus oder so. Boah, ich konnte es gar nicht glauben, was ich da für Szenen abgespielt habe. Wie war das eigentlich für dich, als es damals hieß, es ist vorbei? Kein Problem. Wir machen 32 Folgen und dann ist vorbei. Deswegen wusste ich ja von Anfang an, 32 Folgen. Man guckt 32 Folgen, wenn es funktioniert. Nee, ja, das könnte das eine zweite Staffel ein Jahr drauf oder so passiert, aber... Würdest du es beim nächsten Mal anders machen? Nö. Die Jokes werden ja von dem Team geschrieben. Ich bin quasi der Moderator. Authentizität hat ein bisschen gefehlt, Digga. Willst du mal kurz tanzen für mich? Nee. Warum nicht? So viele Leute, Alter. Privat, ja. Nachher. Auf dem Klo. Continuous. Yo. Digga, ich muss euch eine kleine Geschichte erzählen. Ich komme gestern in die Bar, hab eine nette Jacke an. Nur eine Jacke habe ich mit dabei. Der liebe Monte wollte meine Jacke abkaufen. Digga, ich bin jetzt ohne Jacke. Das ist eine Lüge. Erzähl doch die Wahrheit, dass du die mitgenommen hast, um sie mir zu schenken. Jetzt hat er mich getribbelt. Bist du für Trimax? Auf jeden Fall. Bruder, zeig mal Zähne, Digga. Ich hab noch gar nicht gesehen. Zeig mal richtig schön rein. Weißt du, was jetzt noch fehlt, Digga? Das restliche Gesicht. Sagte der. Das restliche Gesicht. War gar nicht mal so schlecht. Er hat sich die Nase gemacht, hat immer noch. Ich wusste, dass der kommt. Der kommt. Ich wusste ihn, Digga. Er hat die Nase gemacht, der Tom. Aha. Interessant. Nichts gebracht bei dir. Bruder, es dauert ein Jahr, bis verheilt ist. Ja, aber auch nach dem Jahr wird es nichts bringen. Angezündetes Geld, Digga. Ich weiß doch selbst, dass es noch nicht so ist, wie es sein soll. Aber zeig es tut trotzdem weh. Ich hab's schon gesagt bei... Hä? Er hat seine Nase operiert und er ist jetzt mit dem Ergebnis nicht zufrieden und sagt, er weiß selber, dass es noch nicht so ist, wie es sein soll. Hä? Was ist denn an seiner Nase? Also, Tom, du bist doch ein hübscher Junge. Du musst dir keine Sorgen machen über deine Nase. Wenn du gehandelt wurdest wegen deiner Nase, wir können über alles reden, Tom. Mach dir keinen Stress. Hey Pietro, Monte war auch ein Übeltäter. Nein, ich hab nichts getan. Stimmt, du hast nicht gemacht. Ich hab gar nicht mitgemacht, Digga. Oder ich könnte dir so viel noch erzählen von dem Abend, das machen wir mal in Ruhe. Ich sag euch ehrlich. Hast du wieder einen durchgezogen, mein Freund? Hey, noch einmal, ich kiffe nicht. Ach so, er hat nicht gut Luft bekommen. Ich dachte schon, er hat eine schöne Operation gemacht. Nichts zu tun. Wie geht's eigentlich deinen Fingern? Bruder, jeder springt mich auf meinen Fingern. Soll ich dir eine Sache sagen? Was? Bruder, du wirst mich hassen, aber die Karten waren gezinkt. Echt jetzt? Ja. Eine hat auch eine 2 gezogen, aber da haben die gesagt, Bruder, der Junge ist frech. Da ich bin frech. Wieder reingelegt und dann hat er normal gezogen und du hast am Ende die Klatsche bekommen dann. Das ist schon ein bisschen ehrenlos, Digga, muss ich schon ehrlich sagen. Prognose, Digga. Ich hab 10.000 auf Miki. Elias, end to the 7 and 9. 10.000 Euro minus.
Was geht ab, Freunde? Warum kommst du spät erst? Ey, er hat mich noch nie nach dem Video gefragt. Das erste Mal hier. Ich hab dich zufällig gesehen, Digga. Okay, das kann auch sein. Ich hab mal unter deinem Video geschrieben, ich würde Eli gerne mal einen Tunnel geben. Bei der Fußball-Challenge. Ja, was für eine Fußball-Challenge? Ich wollte einfach mal mitmachen. Okay, mit Sydney? Willst du? Kannst du Fußball spielen? Digga, ich war mal fast Profi. Nee, ich hab echt mal Leistungszentrum gespielt. So, Kickers Offenbach. Echt? Ja. Du bist aber stark. Hast du Lust? Worauf, auf den Kampf? Ich denke, hier kämpft Klitschko oder so, das ist geisteskrank. Seit wann bist du hier drin? Schon seit Anfang an, Digga. Die Romatra, Digga, alles mitgesehen. Draußen, alles voll, du kannst nicht laufen, du kannst nicht stehen. Und Trimax oder Mickey? Ich gehe auf Mickey, was denn? Ja? Leute, lasst dir auch ein Like da, ein Abo da. Für mich hat's noch nicht gereicht, Roomtour ist okay. Willst du? Mach, wenn dann jetzt. Okay, schlagen wir offiziell ein. Ganz gern, komm. Oh, Digga. Miki hat sich ein Beispiel genommen an Montes 9-10. Hat es auch, war beim gleichen Zahnarzt. Habe ich gerade Miki gesagt? Ich meine Trimax. Sorry. Mein armer Bruder, Mickey so am Rumfuchteln und Trimax gibt ihm so ein paar Bomben, Alter. Oh, mein armer kleiner Bruder. Ich muss ihn ganz schnell in die Arme nehmen. Mickey muss ganz schnell nach Madeira kommen. Das Letzte, was ich jetzt gebrauchen kann, ist deine Kamera wieder. Alles gut, geiler Kampf, aber man merkt, die Kraft ist raus bei beiden. Wenn es nach Punkten geht, aktuell Trimax vorne. Aber schöne Schläge auch von Mickey, muss man sagen. Und das Einzige, was jetzt noch helfen könnte, ist, wenn Mickey ihn Knockout haut. Schade, Mann, du hast echt viel einstecken müssen, aber ich habe auch. Oh, Bruder! Alles gut. Uwe kurz klatschen. Ich werde mehr trainieren, Fehler ausbessern und weitermachen. Passiert, ist der Sport. Geht weiter. Okay, Leute, und damit würde ich sagen, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen, aber kommt nochmal mit, Digga. Digga, die Roomtour steht. Ich komm vorbei, mein Freund. Okay. In diesem Sinne, Leute, würde ich sagen, das war's mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal, Leute. Und ciao. Lustiger Vlog, lustiges Video. Check Tom Spammers, Kuss geht raus.